Moin moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. So, das mit dem Livestream hat ja nicht geklappt für Hardcore Kerbel, aber das ist gar nicht so wild, denn wir machen trotzdem weiter. Und ich habe jetzt mal so die Arbeitshypothese übernommen, dass wir das da auf jeden Fall noch haben wollen. Und also hier die Aerodynamic Protective Rocket Nose Cone MK7. Und wir ansonsten jetzt probieren, dieses Teil hier hochzuschieben. Und das übernimmt der Ben, der heute mal alleine fliegt. Denn wir haben ja eigentlich jegliches Personal oben, was wir so brauchen, um das umzubauen. Die Nosecone wird dann abgebaut, das Ding wird abgekoppelt und quasi rangeschraubt an die Minmus Station. Und somit hätten wir dann die Personalanforderungen erfüllt. Und müssen das Ding eigentlich nur noch in Reisebereitschaft nach Minmus bringen. So, soviel zum theoretischen Part und ich würde sagen, wir schießen das Teil jetzt mal in den Orbit und gucken mal, wie das so fliegt, wenn man sich ein kleines Schlumpfenhaus vorne auf die Rakete schraubt. Ja, das ist nämlich nicht so ganz aerodynamisch wundervoll, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber vielleicht funktioniert es ja ganz gut, wir werden sehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wir sind da, die Minmus-Station ist gerade an uns vorbei, das ist ärgerlich. So. Dann müssen wir mal ein bisschen den Time Warp anschmeißen. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Zum Glück können wir das relativ schnell tun. Während wir noch unten stehen. Und die gute Nachricht ist, es wird währenddessen hell. Das heißt, wir können sogar im Sonnenlicht starten. Das ist doch schön. So, dann holen wir die Minmus Station ran. Das wird diesmal ein relativ kurzer Einsatz, weil wir wirklich nur diese eine Sache tun wollen. Nämlich das Teil hier zur Minmus Station fliegen, abliefern, anbauen und im feinster Morgendämmerung, oh, sogar mit ein bisschen Wolken heute, übernimmt der Ben das und wir fliegen los in Richtung Minmus Station. So, erster kurzer Burn. Wir drücken unseren Booster an, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Das sieht so gut aus. So, es ist ja immer noch die Falcon 9 Variante, allerdings ohne Rückkehroption. Einfach, damit wir uns darauf konzentrieren können, das Teil hier ordentlich zu fliegen, weil es einfach den Aufwand im Moment nicht wert ist. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Kurs halten. Und dann müssten wir gleich die Booster loswerden können. Geschwindigkeit haben wir. Das sieht gut aus. Weg mit den Boostern. So, dann gucke ich mal, dass wir uns noch ein bisschen mehr in Richtung 90 Grad mogeln. Sieht das ganz gut aus. So. Ein bisschen Gravity Turn vorbereiten noch. Aber das sieht wirklich, wirklich schick aus. Ja, die Überlegung ist, so langsam mal auch zu gucken, wenn wir die Minmus-Station Nummer, die wollte ich jetzt mal ein bisschen forcieren, dass wir uns in den nächsten Folgen verstärkt darum kümmern, die Minmus-Stationsgeschichte zu erledigen. Und sobald das erledigt ist, mal zu gucken, dass wir mit ein paar Forschungsteilen vielleicht ein Shuttle-Programm aufmachen. So als weitere Alternative. Oh, sie kippt, sie kippt, sie kippt. Mal wieder kippt sie rum. Und ich habe schon wieder den Engineer vergessen, ne? Immer dieser Engineer. Na gut. So, wir drehen sie. Und frei nach oben. So. Halten, 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 halten. Will er nicht. Gut, dann machen wir sie wieder aus. Wie viel haben wir denn schon geschafft? Ah, 35 ist noch ein bisschen knapp. Das wird schon noch. Ah, ich muss mich von dieser Falcon, glaube ich, verabschieden. Also die Variante, da ist irgendwie der Wurm drin. Muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Das ist nicht so, wie ich mir das insgesamt vorgestellt habe. Das muss man sich dann auch mal eingestehen. So, wir werden das hier wieder mit Mühe und Not wahrscheinlich in den Orbit hochgeknabbert bekommen. Das ist ja die Befürchtung. Komm, 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 komm. Bisschen noch. Und frei. RCS-Düsen. Also ich probiere jetzt gerade mit RCS ein bisschen gegenzusteuern, um das hier auf Kurs zu bringen. Funktioniert nicht ganz so gut wie gedacht, aber wir kommen zumindest langsam rum. Komm, dreh dich weiter. Mistding. Ich wollte aber, glaube ich, auch noch ein weiteres Reaction Wheel anbauen. Na gut, ne? Das ist die Strafe, wenn man sowas vergisst. So, jetzt hoffe ich, dass wir den noch hochgepumpt bekommen.
Es wird jetzt nämlich langsam ganz schön knapp. So, ich hoffe, dass er sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Zurück. Zurück. Ja, so richtig nicht. Komm, zieh hoch die Nase. Zieh hoch das Näschen. Wir müssen es eigentlich gleich stabilisiert kriegen mit ein bisschen ACS. Na komm. Zieh die Nase hoch. Jawohl. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er hoch. Und damit können wir ihm jetzt auch noch ein bisschen Schwung geben. So, ich glaube, das wird schon mal irgendwas mit dem Orbit. Nicht mal besonders toll und nicht besonders schön, aber ich glaube, es reicht, um irgendwie in den Orbit hochzureiten. Ja, vielleicht auch nicht komplett mit der Stufe, aber es reicht, um uns auf die nächste Stufe zu bringen. So, schnell weg mit dieser unglückseligen Stufe. Voilà. Nein, nein, um Himmels Willen. Nicht auf Target umspringen. Um Himmels Willen. Gerade nicht. Wir brauchen mal kurz noch die Orbit-Anzeige. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal damit arbeiten. Target, um solche banalen Dinge wie unser Ziel können wir uns gleich noch kümmern. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass das hier irgendwie... Ach du Scheiße, sind wir ab vom Kurs. Ach du Heilige. So. RCS können wir jetzt ausmachen. Ich probiere jetzt mal so ein bisschen zu korrigieren. Das ist ja ganz, ganz falsch, wie wir da abgebogen sind. Ganz, ganz, ganz falsch. Na gut. Du bist auf einer 103er Umlaufbahn. Sollten wir jetzt nicht zu hoch gehen? Nein. Ich habe meinen Spurt. 95 ist erstmal okay. Wir müssen ein bisschen tiefer bleiben. So, dann lassen wir uns mal ein Stück driften. Ach ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das Falcon-Konzept, ich baue mir mal eine neue Basisstufe, mit der das alles ein bisschen verlässlicher funktioniert. Das ist alles ganz schön, aber irgendwas ist an dem Ding nicht total koscher. Und es kippt leider immer um. Und das wird mir doch langsam ein bisschen zu nervenaufreibend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag es ja, wenn es spannend ist, aber es muss ja nicht zu viel des Guten sein. Jo, schauen wir mal. So, ob wir den hier noch ordentlich angeliefert bekommen. Wir können noch bis ungefähr hier warpen. Ja. Genau, die Station ist jetzt natürlich ein bisschen schneller als wir. Aber das sollten wir gleich korrigiert bekommen. So, was haben wir da? 63 Kilometer Abstand. Gut, wir müssen eh dann noch ein paar Korrekturen durchführen. Der Station zusammenzutreffen. Also vornehmlich müssen wir unsere Ausrichtung einfach auch ändern. Aber erstmal brauchen wir dafür einen Orbit, der funktioniert. Bevor wir irgendwas anderes machen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus da drin. Was passiert hier? Hier kommen wir schon mal relativ nah ran. Da sind wir auf 36 Kilometer. Oh, das ist alles gar nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, dass wir an der Stelle, da ist dann die Target Position kurz vor uns, dass wir da auch wirklich die Korrektur machen. Da ist nämlich quasi unser Descending Node. Ne, da wollte ich nicht den Hulk anklicken. Ich wollte gerne einen Manöverplan. Ad Manöver. Jawohl. So. Da wollen wir einmal unser kleines Missgeschick vom Start hier in geordnete Bahnen lenken. So. Gut. Das ist dann irgendwo da hinten. Alles klar. Gut, und dann würde ich mal sagen, warpen wir da mal hin. Ein 9-Sekunden-Burn, den kriegen wir wohl, denke ich mal, locker flockig aus der Kiste rausgequetscht. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Dann haben wir auch immer noch mehr als genug Fuel für die Annäherung. Müssen wir uns auch nichts klauen oder so. Das klappt alles. Aber es war auch wieder reichlich knapp, muss ich sagen. Also es ist, wie gesagt, das muss nicht immer so sein. Und deshalb müssen wir mal unbedingt was mit einer etwas stabileren Startstufe bauen. So, das Schöne ist, wir nähern uns immer noch an. Das heißt, wir sind auch in der Bahn immer noch
niedriger als die Minmus-Station. Die ist auf 100 Kilometer. Wir sind auf, was haben wir jetzt gerade? 88, okay. Das ist echt okay. Sehr schön. Dann machen wir hier einen kurzen Burn. Ich zoome uns da mal noch ran. Ja, relativ exakt. Also ich starte ihn mal so bei minus 8 Sekunden. Ja, dass wir den relativ gut auf die Stelle platzieren, wo er auch hin muss. Nicht zu viel unnötigen Kram machen. Denn endlos Treibstoff haben wir natürlich nicht mehr. Wir müssen ja noch mit der Station klarkommen. So, jetzt gucken wir einmal. PE86, AP96, das sieht gut aus. So, wenn wir hier drüben sind, sind wir schon dran vorbeigefahren. Okay, cool. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal langsam die Station ein. Bis wir auf eine angenehme Entfernung ran sind. Und machen dann einfach ein Bremsmanöver. Also wir warten jetzt gar nicht bis zum nächsten offiziellen Rendezvous-Punkt, sondern wir machen das mal nach Augenmaß. Oder Augenmaß, also wir gucken halt einfach, bis wir nah genug dran sind. 20 Kilometer, 15, 14, 13. Also wir müssen sie ja irgendwann überholen. Jetzt wird es mehr, ne? So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir bremsen sollten. Sonst wird das immer mehr. Jawohl. Einmal kurz eingebremst, das Ganze. Und dann drehen wir das um in einen Anflug, würde ich sagen. Ja. Nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht unseren Sprit aus den Augen verlieren. Das ist nämlich nicht ganz unwesentlich bei der Aktion. Aber noch haben wir. Noch haben wir. So, 7 Kilometer, 7,3. Ich würde sagen, wir bringen uns mal so auf. Oh, 3 Kilometer kann man schon gehen, ne? Oh, 2 draus. So. Sehr schön. Dann bremsen wir das, wenn wir da sind. Erstmal gehen wir aber Target Richtung Gate. Damit wir dann auch schön bremsen können. So, also 86 Meter müssen wir nochmal abbremsen. Das sollten wir hinbekommen. Ja, und dann mal gucken. Also wir brauchen nachher noch so einen Mühsprit, um uns in die Atmosphäre reinzudrücken. Und einer von euch hatte kommentiert, warum ich denn die Fallschirme an das Absprengbare mache. Also die Fallschirme sind nicht am Absprengbaren. Die Fallschirme sind genau da, wo sie sein sollen eigentlich. Hatte ich auch extra nochmal nachgeguckt. Aber also danke für den Tipp. Ich gucke da dann auch immer nochmal nach, wenn mir sowas gesagt wird. Was ich natürlich mal wieder vergessen habe, ist der Engineer. Das muss ich mir echt langsam angewöhnen. Wobei es da auch eine nette Diskussion im Discord gab, dass man das natürlich auch einfach so machen könnte. So quasi im Sinne von... ohne das Teil einfach den Engine benutzen. Das geht natürlich auch, das kann man in Einstellungen umstellen. Da ist durchaus was Wahres dran. So. So, und jetzt holen wir uns den Rest der Annäherung. Wir müssen ziemlich nah ran, damit wir das Teil abliefern können. Das sollte hoffentlich ja auch stillstehen währenddessen. Ist irgendwann drin? Nee, ne? Gut. Gott sei Dank. Wir wollten nämlich noch niemanden abliefern. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen angleichen, dass das auch funktioniert. Und wir in die richtige Richtung fliegen. Und den können wir schon mal vorbereiten, um vorsichtig zu fliegen. Ja, 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 da müssen wir ganz schön aufpassen mit dem Sprit. 57 Einheiten ist auch nicht mehr so viel. Ja, wenn nicht, muss Ben umziehen und erstmal auf der Minmus-Station wohnen, wenn ich die Rakete nicht mehr zurückgeflogen bin, kriege. Ich hoffe aber, dass es dazu nicht kommen muss. Komm hier rüber jetzt. Was? Gut. So. Also 0,3 Kilometer, das sieht eigentlich gut aus. Ich würde sagen, da zeitraffern wir jetzt mal ein bisschen hin. So. Gehen wir schon mal brav auf den Retrograde. Und es wird Gott sei Dank auch wieder hell gerade. Das ist auch schon mal schön.
Moment. Ah, es hat gerade eine Mondfinsternis. Schön, oder? Also eine Moonfinsternis natürlich. So viel Zeit muss sein. Ich dachte, warum drehen denn die Solarpanels nicht um? Aber die drehen gerade nicht um, weil... Naja, da ist gerade keine Sonne. Blockt bei Mann. So. Da kommt die Minusstation. 300 Meter Annäherung müssten wir schaffen. Das heißt, wir können noch ein bisschen warten mit dem Bremsen zugunsten von Spriteffizienz. Da geht noch ein bisschen was. Zack, 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 zack. Da ist sie. So. Dann würde ich sagen, hauen wir mal langsam die Bremse rein. Jawohl. Also, kleine minimale Abweichung noch in der Geschwindigkeit, aber nichts Wildes. Und dann überbrücken wir die letzten paar hundert Meter noch im direkten Anflug. Und dann hat sich das hoffentlich auch bald mit der Sonnenfinsternis erledigt. So, machen wir mal 3 Meter die Sekunde. Dann müssten ja unsere... unsere 300 Meter in ungefähr 100 Sekunden überbrückt sein. Pi mal Daumen. Na, also nicht ganz... echt schön. Echt schön. Auch wenn es doof ist, so stromtechnisch, aber wir haben ja noch ein bisschen Reserve. Optisch ist es sehr schön. So, was wir dann nämlich machen müssen als erstes mit der EVA, ist gucken, dass wir dieses Hütchen hier abbauen und dann uns irgendwie da hinten ransetzen am besten, wo das Ding angebaut werden soll. Das Abkoppeln, der Ingenieur das übernimmt und anbaut. Da bin ich mal gespannt, ob wir so ein großes Teil überhaupt anbauen können. Wenn nicht, wird es schon doppelt spannend, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Aber gut, das gucken wir mal, wenn es nicht klappen sollte. Also, man könnte das natürlich auch mit einem Dockingport verdocken, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Weiß ich gar nicht, ob ich gleich den Dockingport mache oder das Anschrauben. Ich bin halt sehr neugierig, was das Anschrauben angeht. Ob das hinhauen würde. Das fände ich eigentlich ganz cool. So, ach guck mal, wir kommen auch schön dran vorbei. Das ist gut, weil da hinten ist die Bastelstelle, wo wir eigentlich hinwollen. Also da hinten, wo die ganzen Dockingports dran kleben, ist eigentlich auch die Stelle, wo wir verbauen wollen. Das heißt, es kommt uns jetzt doch recht entgegen, dass wir hier so vorbei scheppern. So. Gut, 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 gut. Sehr gut. So, Licht ist an. Können wir mal gucken, wenn wir das jetzt hier rüber drehen, müsste ich relativ gut sehen, wann ich in den richtigen Bereich komme. Nämlich, wenn das Ding da anfängt, grün zu werden. Ja, sehr schön. Ah, Präzisionsmontagelicht, sage ich da nur. Oh, das war ein bisschen viel des Guten. Hoppala. Auch mit 10% ist so ein Triebwerk halt immer noch relativ viel, um damit rumzufuhrwerken. So, jetzt mal gucken. Wir wollen im Prinzip diese Richtung. Wir wollen im Prinzip aus dieser Richtung steuern. So. Ganz vorsichtig die Richtung vorgeben. Ja. So, dann aber jetzt schon mal die Bremse vorbereiten. RCS ist ja gewohnt mal wieder alle. Es wird echt Zeit, dass ich diese runden RCS-Dinger bekomme. Ob ich da ein bisschen Vorrat mitnehmen kann. So. Boah, jetzt mal gut schätzen. Ein bisschen noch. Und jetzt wird es richtig spannend. So, so exakt wie möglich. Kiste hier anbremsen. Also ich mache das jetzt nicht mehr nach Nachbau und der Anzeige, sondern die wird gleich irgendwann auf 0 umspringen. Jetzt irgendwie optisch waren keine Annäherung mehr da. Das dürfte es grob sein. Das dürfte es grob sein. So. Ach, immer noch Mondfinsternis. Also hier wird gebaut unter schwersten Bedingungen. So, jetzt halten wir das da mal hin. Warum dreht sich denn das Ding jetzt weg? Finde ich auch nicht so sozial von ihm. So. Zack.
tun. So, das übernimmt jetzt der Ingenieur. Der baut jetzt nämlich erstmal dieses blöde Hütchen ab. Den er will. Mit seinen 2 Milliarden. Was er immer noch mit sich rumschleppt. Mit seinen 2 Milliarden. Schraubomaten. So, RCS an, guter Mann. Dann gehen wir da mal rüber. Also, erste Aktion ist, wir bauen das da vorne mal ab. Denn das braucht kein Mensch. Jetzt ist natürlich die große Überlegung, bauen wir einen Dockingport an oder versuchen wir das große Teil umzubauen? Ah, ich bin hin und her gerissen, ne? Wir können ja erstmal mit dem Hütchen üben. Das ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So, zack. Können wir das jetzt nehmen? Können das nehmen? Können wir das anbauen? Wir sind zu weit weg, ne? Ja. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Gut, dann müssen wir das Hütchen jetzt erstmal davon überzeugen, dass es näher ran muss. Wir üben das jetzt nochmal mit dem Hütchen, weil das Hütchen ist ja auch ein sehr großes Teil. Wenn wir das Hütchen verbauen können, dann können wir den Rest garantiert auch verbauen. Jetzt müssen wir das Hütchen dafür nur erstmal ein bisschen näher ranbringen. Präzisions-Eva heute. Habe ich es doof getroffen. Ne? Jetzt fliegt es, glaube ich, oben drüber hinweg. Ein bisschen runter muss es jetzt. Pock. So, das müsste eigentlich schon reichen. Grab. Und kann man das jetzt hier anbauen? Okay, okay, das ist also alles nur eine Frage der räumlichen Nähe. Cool. Das ist doch schon mal nicht schlecht zu wissen. War das eben auch schon so weit weg? Krass. Kommt auf einmal so riesig vor die Entfernung. Na gut. Okay, also man kann so große Teile verbauen. Das ist schon mal schön. Das Ding dreht sich, oder? Weg damit. So, jetzt schubsen wir das mal ordentlich. Ui, weg. So, tschüss. Keiner braucht Aerodynamik-Hütchen im Weltall. So, ich würde sagen, dann räumen wir hier schon mal die Arbeitsfläche frei. Als allererstes. Denn da wollen wir unser Ding ranbauen. Und dafür sollten wir vielleicht mal die ganzen Dockingports abbauen. Und vielleicht sollten wir aber vorher auch mal ganz kurz dafür sorgen, dass es aufhört zu rotieren. SAS an? Ist es nicht. SAS an. Dankeschön. So, Rotation macht die Sache nämlich nicht besser. Das ist ein Aerodynamik-Hütchen. So, da kann nämlich keine Sau arbeiten, wenn sich die ganze Zeit alles dreht. Zumindest macht es das nicht schöner. So, abbauen. Oh, shit. Ram. Und festbauen. Puh, der wollte ein bisschen flüchten gehen. So, auf der anderen Seite. Also es soll jetzt nicht besonders hübsch sein. Ich muss nur erstmal ganz kurz die Dockingports irgendwo verstauen. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier die Oberfläche des Raumschiffs oder der Raumstation her. So, zack. Oh. Ja, gut. Oder wir lassen sie ins Weltall verschwinden. Der war echt ein bisschen arg schnell. Du aber nicht, ne? Nee, du bist ein netter Dockingport. Cool. So, zack. Gut, also, so wird man seine Dockingports mit der Zeit natürlich auch los. Nee. Mistding. Gut. What's next? Als nächstes kannst du hier eigentlich mal wieder an Bord gehen. Und wir können das Ganze vorbereiten, indem wir die Seiten richtig zueinander drehen. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher, wenn wir quasi das Bauteil an der Stelle platzieren, wo es nachher auch hin soll. Also quasi andersrum, den Orsch zum Labor rüberdrehen oder zum Raumschiff rüberdrehen. So. So, das wäre exakt so bitte zu halten. So, dich hier interessiert nicht, ist ja Trümmertag, ist ja hier. So. Gut, und dann wollen wir da so hin. Ist alles nicht so einfach, ne? Zack. Zack.
diese verrückten Raumschiffe. So, jetzt haben wir hier irgendwie 1% Schub, glaube ich, gerade. Ne? Das ist ein bisschen arg wenig. Jetzt erstmal ein bisschen Schub in irgendeine Richtung zukommen. Aha, da lang bewegen wir uns, alles klar. Dann müssen wir das gleich nochmal bremsen. Dann nochmal vorsichtig annähern. Was haben wir denn für Bewegungen zueinander? Das haut doch im Leben nicht hin, oder? Das ist doch nicht mein Target. Ich habe irgendwas anderes als Target gewählt, glaube ich. Ah! Ich glaube, irgendwas, was ich abgebaut habe. Wahrscheinlich, so wahrscheinlich ist der Dockingport, der gerade wegfliegt, mein Target gewesen, was ich gewählt hatte. Hervorragend. So. Das macht es natürlich dann sehr viel einfacher. Not. Schöne Scheiße. Okay, das hat uns jetzt. Diese Erkenntnis hat ein wenig gekostet. An Sprit, meine ich. So. Diese Erkenntnis hat ein wenig Sprit gekostet. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt gleich noch das Bremsmanöver. Dann nehmen wir uns die Basteleien nämlich in der nächsten Folge vor. Damit ich mich jetzt da nicht heute auch noch mit rumärgern muss. Sonst sind wir nämlich ganz, ganz schnell wieder über die halbe Stunde rüber. Aber ich möchte uns wenigstens noch in Position bringen. Für den ganzen Spaß. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann ist es nämlich für heute auch wieder genug. Oh, machen wir 4%. Oder auch 3. Whatever. So, Hauptsache nah dran und wenig Schub. 40 Meter. Klingt schon gut. So. 26 Meter klingt fast noch besser. Jetzt einfach erstmal angleichen. So, das ist doch schon mal eine schöne Ausgangsposition, glaube ich, um nächste Folge anzufangen mit den Baumaßnahmen. Also noch ein bisschen näher ran mit dem Container, aber so kann man es erstmal lassen, glaube ich, um damit loszulegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hardcore Kerbal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin, mein Name ist Robert und tschüss.